So, ich hatte heute die Möglichkeit, den CAA Microroni auf dem Stand mal kurz zu testen. Nicht viel. Ich habe drei, vielleicht vier Magazine durchgejagt und habe dann nochmal einen Vereinskameraden nochmal schießen lassen. Ihn konnte ich dann tatsächlich auch mal separat von der Seite aufzeichnen. Ja, ich hatte die GoPro heute mit dabei. Muss aber dazu sagen, die Position, die vorne auf der Stirn war, ein bisschen ungünstig. Die Halterung für die GoPro, die ich bestellt habe, ist noch nicht gekommen. Die ist im Verzug von der Lieferung her. Von daher seht es mir bitte nach, die Aufnahmen sind nicht ganz so prall. Das Ergebnis, das ich geschossen habe damit, das waren jetzt aus 7 Meter, weil ich will natürlich erstmal gucken, dass ich bei 7 Meter mit dem Ding, sag ich mal, zumindest mal im Zentrum bin. Die Scheibe zeige ich euch, da schäme ich mich überhaupt nicht dafür. Einzige kann man sagen, hier ein Ausreißer vielleicht dabei oder vielleicht nicht 100% in der Mitte, aber dafür, dass ich das Red Dot zu Hause im Wohnzimmer mit einer Laserimpulspatrone grob eingestellt habe, Respekt, geil. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Viel Spaß hier beim Footage. Wie gesagt, ihr seht primär das Dot von oben, ist ein bisschen unglücklich geworden. Und dann nochmal eine kurze Einspielung von der Seite. Alles in allem muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich finde das Ding richtig geil. Es macht richtig Spaß. Es liegt geil in der Hand. Ist super zu handhaben. Und ich bin mal echt gespannt, was ich da noch alles mit anstellen kann. In diesem Sinne, macht's gut. Objektiv der Kamera. Ah, Workshop jetzt.